So, Leute, okay. Wir sind hier auch immer bei Yogikus Castle, Stockwerk 8. Und könnten uns vielleicht nochmal heilen, weil garantiert irgendwas hinter der Tür lauert. Okay. Dieser Geruch ist. Sie muss es sein. Sie ist genau hinter der Tür. Öffnen? Klar. Hallo. Yukiko. Ich wusste es. Es sind zwei. Ja, was auch sonst. Oh, was ist das? Drei Prinzen sind hier, um mich zu sehen. Hi. Seid ihr die Überraschungsgäste, die jetzt hier reingekommen sind? Ah. Ich hätte euch besser ansehen sollen. Ist sogar schon voll hier. Also warum gehen wir nicht irgendwo anders hin? In ein weit entferntes Land, wo niemand mich kennt. Wenn du mein Prinz bist, bringst du mich dorthin, oder? Komm schon, bitte. Ach Gott, das schon wieder. Three princes. Wait, does that include me too? Na, gehör ich auch zu den drei Prinzen? Na, der dritte bin ich. Dachte ich mir irgendwie. Sie ist mein Prinz. Sie führt mich immer den Weg entlang. Sie ist ein starker Prinz. Oder jedenfalls war sie das. Was? When it comes down to it, Chie is just not good enough. Okay. She can't take me away from here. She can't save me. Oh, willst du nicht gerettet werden, Yukiko? Yukiko. Stop. Historic Inn? Manager Training? I'm sick of all these things chaining me down. Na gut, sie fühlt sich unterdrückt von dem ganzen Zeug, was sie da zu Hause machen muss. Ich habe nie gefragt, geboren worden zu sein. Jeder hat für mich entschieden, wie ich lebe, wie ich sterben werde. Es kotzt mich an. Zum Teufel damit. Das ist nicht wahr. Ich will irgendwo hingehen, weit weg. Irgendwer bringt mich dahin. Ich kann hier nicht alleine weg. Ich bin komplett nutzlos. Hör auf, bitte, hör auf. Keine Hoffnung, wenn ich bleibe. Kein Mut zum Verschwinden oder Abzauen. Ass. Dann sitze ich auf meinem Arsch herum. In der Hoffnung, dass mich irgendein Prinz findet und ja. Mir ist es egal, wohin es geht. Irgendwohin, ist in Ordnung. Solange ich noch nicht hier bin, ist mir egal. Ja, komm hier lange nicht. Wir müssen doch sowieso kämpfen, also bitte. Isn't that right, me? No. Stop! Don't say it. Halt! Sag's nicht. No, you're not me. Ja, das hat man schon mal. Ah.
Das fühlt sich wunderbar an. Es wächst mehr und mehr. Wenn das weitergeht, werde ich. Interessante Darbietung. Ja, das Mädchen ist in Gefahr. Wissen wir. Ja, wir retten dich, und zwar genau jetzt. PlayStation, laden. Hallo. Na also. I am a shadow, the true self. Now, my prince, why don't we dance and make merry together? Hang in there, Yukiko. I'm right here for you. Oh, really? Then I'll make sure to give you plenty to deal with. Yay, okay. Analyse. Shadow Yukiko. Keine Ahnung, was sie hat, was sie kann. Wir werden es erleben. Verteidigung senken fürs Erste. Defense down. Vielleicht mal confusen. Verfehlt. Dumm. Mal Rampage. Ah, der Feuerzauber. Attack. Ach. Attack. Du auch, Cheer. Wir sind noch nicht fertig. Zeig mal eure Stärke. Komm, mein Prinz. Was beschwört die? Charming Prince. Der muss weg. Oh Gott. Sag mir's nicht. Ein Minus bei... Keine Ahnung, was für ein Zauber. Sieht aus wie dieses Sonic Punch. Ach, toll. Immer Skullcracker drauf. Hätte viel. Hat es viel, viel Angriff. Hollala. Ganz schön tough. Windschaden auf alle? Vielleicht hilft's was? Also Prinz Charming hat nicht so die Schwäche dagegen. Assault Dive. Hauptsache wir haben diesen Schatten aus dem Weg. Was bringt Diorama? Heilung. Dreck. Ja. Du guckst einfach mal an. Nochmal den Windschaden auf alle. Und nochmal Assault Dive auf Yukiko Schatten. Den haben wir bald.
Hey! Burn to... Oh, shit! Dreckvieh! Und wir haben gerade gesehen, Prinz Charming hat eine Eisschwäche. Die wurde gerade eben ein bisschen abgewehrt. Gut, Wiederbelebung. Bei Windschaden. Hammer bald. Ist aber schon, dass ich irgendwie so. Ja. Sowas wie die heilenden Kräfte von Persona muss man ein bisschen stärken oder mal fusionieren. Ich weiß ja nicht genau, wie das geht, also. Man sollte auch gerne mal heilen. Das brauchen wir nicht. Feuerschaden auf einen Gegner. 50 Punkte gewiss. Probieren wir es aber aus. Geheilt. Super. Halber Gendo. Attack! Noch nicht das Vieh! Das ist Terra Voice. What the fuck? Paralysiert? Heilen. Wieso hat er jetzt Angst? Oh, so ein Scheiße. Schiffer wegen Rondo? Hä? Ist das sehr übel? Das war ja übel. Gut. Heilung. Mal 50 HP für Gendo. Ja. Schädel, du kriegst einfach mal an. Oh ne, schon wieder sowas. Nein! Das lässt nicht auf mir sitzen. Bis gleich. Okay, Runde 2. Diesmal verliere ich nicht. Ja, bla, das kennen wir schon. Okay, ich habe auch hier bei Gendo mal die Persona geändert. Wobei es, glaube ich, ein Fehler war, diese jetzt zu nehmen. Slime. Auf alle Fälle hat Yukiko einen Winch. Schadensschwäche, ja. Relativ. Attack. Weder dann jetzt, ja. Das kostet der blöde kleine Prinz. Ja, viermal auf diesen Charming Prinz. Könnte vielleicht helfen. Ugh. Fehlt. Dreck. This one's tough. Hang in there.
Ja. Skill. Windschaden auf alle. Angriff. Wow. Das ist Red Wall. Feuerresistenz. Ja, auf Cheer. Weil natürlich ihre Schwäche ist, passt es ganz gut, dass wir die erhöhen. Und Confusioner. Klappt sicher nicht. Stärkere Heilzauber so nebenbei. Du brauchst vielleicht die Person da etwas trainieren. Au! Penner. Ja. Irgendwie sind gegen Feuer alle schwach, ne? Na, zum Glück. Und mehr Feuerresistenz. Attack. Das war nicht allzu viel Schaden. Ja, wollt ihr mich wütend machen? So soll es nicht funktionieren. Ihr müsst mich begleiten. Ah, jetzt kommt das. Shit, shit, shit. Da muss ich sogar nochmal trainieren gehen. Warte, wie? Was kann Pixie so, ja, Patra. Ukobach kann nicht unbedingt viel. Ich wechsle mal zu Itsunagi. Ja, ja. Die Health, ich weiß. Ich will hier erstmal das nicht. Na gut. Dann Medizin. Ja, auf Gendo selbst. Du greifst hier Shadow Yukiko an. Du auch. Wir haben die Tussi gleich. Ja, war wohl die falsche Idee. Ist halt kein Prinz. Sterbt ihr einfalls. Oh Gott. Chi halte ich am besten selbst. Oder? Ne, komm hier. Yosuke, du übernimmst das. Und mit der Feuerresistenz ist wieder weg. Tsukaya. Hit Evasion Rate up. Oh nein. Sensei wird sterben. Shit. Leute, ich werde bestimmte Personen trainieren müssen, damit wir mal stärkere Heilzauber kriegen. Und sehen uns also im nächsten Part wieder bei Yukiko im Kampf. Bis dann.